Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Öni hier und herzlich willkommen zum zweiten The Walking Dead Season 3 Let's Play. Ja, meine lieben Freunde, heute geht's direkt weiter mit Folge Nummer 2. Gestern kam die erste Folge, das Debüt. Und ich muss sagen, die Folge ist so krank abgegangen bei euch. Guckt es euch einfach mal an. 20.000 Likes, Alter. Das ist für diesen Kanal einfach nur traumhaft. Und ich danke jedem Einzelnen für dieses kranke Feedback. Und deshalb kommt, wie versprochen, heute direkt die nächste Folge. Ich musste leider vorhin, ihr glaubt es nicht, ich wollte die Folge um 21 Uhr aufnehmen, ne? Dann wäre ich spätestens 22 Uhr gekommen. Und wisst ihr, was dann steht? 4,5 GB Update. Da muss ich das Update bis gerade runterladen. Jetzt haben wir 22 Uhr. Und jetzt kann ich das Video auch endlich aufnehmen, Freunde. Ich würde sagen, wir machen direkt da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Das war nämlich, da wir sind mit dieser einen Chaya gefahren, im Auto. Und jetzt sind wir bei irgendeiner Raststätte oder sowas angekommen. Und da schauen wir jetzt mal, was es so geben wird. Also die erste Folge, die war schon echt krank. Zieht sie euch auf jeden Fall rein, wer es noch nicht gemacht hat, Leute. Und ja, würde ich sagen, fangen wir jetzt mal direkt an. Ich hoffe, ihr wisst noch, was gestern passiert ist, dass die anderen verloren haben, dass der Opa gestorben ist und dann zum Zombie wurde. Und alles habt ihr, denke ich, mitbekommen. Wir machen jetzt weiter hier bei der Raststätte. Genau hier haben wir aufgehört. Mit dem Van sind wir unterwegs und den zwei Kindern. Und jetzt wird wahrscheinlich irgendwas passieren. Gucken, ob wir jetzt den Typen steuern können. Das hatten wir bisher noch kein einziges Mal. Bisher waren da immer nur so Filmsequenzen. Die ist aber echt nice, die Chaya, Mann. Die ist richtig hübsch. Ich finde die hübsch. Die hat was. Das, was suchen wir jetzt hier ab? Boah, ich dachte schon gerade. Ich dachte gerade, da kommt einer mit dem Auto angefahren. Ich bin wieder so in dem Walking Dead Fieber drin, ey. Sag mal, reden die auch nochmal irgendwas? Was ist los mit dir? Brauchst du für Zeit für dich? Betest du für unsere Sicherheit? Brauchst du Zeit für dich? Genau, die ist gerade am Beten, Alter. You want a moment alone, Mari? I'm praying I find a candy bar. All right. What do we actually need? A candy bar. Need, Mariana. Not want. Really need a candy bar. Im Grunde alles. Pretty much everything. Genau. If it looks useful, let's use it. Genau. All right. Well, let's start with some gas and move up from there. Ach, Scheiße. Da ist der erste Zombie, Alter. Der erste... B! Alter! Ah! Boah, das haben die cool gemacht, Mann. Haben die voll bearbeitet, die Effekte und alles. Merkt ihr das, Leute? Viel besser geworden. Und jetzt voll drauf, Junge. Bam! Alter. Hey, where are you going? Okay, that's cool. Have fun. Jesus. It never ends with him. I hate when they fight like that. I really hate it. It's like all Gabe wants to do is argue. Doesn't matter what it's about. Lass dich nicht unterkriegen. Hey, I know, that's what families do. They fight, they make up, and they fight all over again. Genau, so ist es. At least you have your headphones. Yeah, but the batteries have been dead for a couple of weeks. I mostly wear them to fool you guys. It's easier to stay out of it that way. Das ist raffiniert. Die tut so, als ob die Musik hört, dabei spioniert die uns. You sneaky little... That's smart. That's pretty smart. Be nice to find some dinner. In a junkyard. You never know. These past 4 years, people have been hoarding all kinds of shit in all kinds of places. Oh, and Mari? If there's any trouble, you can find one of these cars. Yeah? Lock yourself in and don't come out. Not even once it's quiet. And wait as long as you can. Okay. Good girl. So, jetzt können wir das erste Mal den Typen steuern. Krass, Alter. Mit linken Stick bewegen und rechter Stick umsehen. War richtige Walking Dead Finger. Man muss sagen, die Grafik haben die aber schon verbessert, Leute. Auf jeden Fall, Mann. So, jetzt müssen wir... Also ich glaube, die haben angehalten, um hier nach Vorräten zu suchen, denke ich mir mal. Aber so hat sich auf jeden Fall angehört. So, die Frage ist... Ah, mit dem rechten... Guck mal, da, mit dem rechten Stick, da seht ihr so ein Ding. Das ist jetzt komplett neu, ne? Das war vorher nicht so gewesen. Das können wir jetzt hier bewegen. Und uns quasi dann irgendwas zum Auswählen. Irgendwie können wir sie ansprechen. Aber würde ich sagen... Können wir mal fragen, ob sie was gefunden hat, eventuell. Fragen wir mal. Ansprechen. Hey,
Any luck, kiddo? I need a pen. Kugelschreiber? Or a pencil. Just something to write with. Du brauchst einen Kugelschreiber? Will ich fragen, wofür ein Kugelschreiber? A pen? Why are you looking for that? There's just something I really want. I really need to do. And I need a pen for it. Last night I was thinking about this stupid story my mom used to tell me all the time before bed. I used to hate it. But then I realized I don't remember the ending. It was this goofy ending she thought was so funny and I thought was so dumb. I want to write down everything I can remember about everything. Because if I forget and they're all gone, I'm kind of gone too. Hmm. At least a little bit. I just think that might be kind of important. Maybe. Das ist eine gute Idee, Mann. Die Vergangenheit, das ist schon gut, Alter. That's a great idea, Mariana. So, wir suchen mal weiter. Die erinnert mich irgendwie ohne Spaß, Mann. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, direkt irgendwie an Clementine, oder? Irgendwie schon, sie hat was. Und stellt euch mal vor, die beiden, die treffen irgendwie aufeinander. Vielleicht, es ist nicht unwahrscheinlich, ist sogar sehr wahrscheinlich. Boah, wie geil das dann wäre. Die sind ja ungefähr so im selben Alter, denke ich mal. So, jetzt gucken wir uns hier mal weiter um. Ansehen, okay. Waste oil. No use to us. Also, die haben auf jeden Fall, ganz klar, das sieht man sofort, die Grafik ist besser geworden, also schärfer, detaillierter. Und die Kamera besser. The dashboard is torn out. Seats are gone. Yeah, this thing's dead. Ja. Machen wir direkt weiter hier, Leute. Dürfen wir auf jeden Fall nichts vergessen. Er rechnet sich halten, um schneller zu gehen. Ah, okay. Okay, ich bin die ganze Zeit am Kriechen gewesen. So. Aber das finde ich minimal blöd mit diesem Ding hier. Guck mal, seht ihr das? Was sich da bewegt da oben? Das finde ich ein bisschen blöd, weil wenn ich jetzt zum Beispiel hier vorstehe, muss ich das ganze Ding hier nach links schieben, um sie anzusprechen. Wisst ihr, wie ich meine? Aber wisst ihr, letzte Folge, wo sie am Ende meinte, ich muss mal wieder ordentlich flachgelegt werden? Vielleicht sagt sie ja jetzt was dazu. You find anything? I can't stop thinking about that herd. We get caught in it and that's it. Peace, asshole. Can't charm your way out of that one. And we'd be gone in seconds. Sie werden uns nicht einholen. Hey, don't think about that. We're careful. We're smart. We'll stay ahead of them. Luck runs out just as easily as gas. There's gonna be a last one, you know? A last tank of gas. Last piece of food. What if this place is empty? And the next? And the next? We're not gonna let that happen. Okay? Okay. I let it have its 5 minutes. I'm good. Ja. Wird schon werden, Alter. Lass nicht den Kopf hängen, Mann. Gerade in so einer Situation. Ich würde niemals den Kopf hängen lassen. Ich würde versuchen zu überleben. Ich würde versuchen zu kämpfen, Alter. Weil stell mal vor, irgendwann gibt es wirklich so eine Situation. Das wäre schon echt krass, oder? Wenn man sich das nur so vorstellt. Ah, absaugen. Und jetzt tut er da, versuchen das Benzin rüber zu tanken. Ich höre einen Zombie. Oh mein Gott! Drück, drück, drück! Oha! Das muss ich machen! Hä? Digga, was muss ich denn drücken? Ja. Der ist gefickt gewesen. Hey, was hätte ich denn drücken sollen? Wusstet ihr das? Also ich wusste gerade gar nicht, was ich drücken. Da stand nämlich recht irgend so ein Pfeil, ne? Ich hab den bewegt. Guck mal nochmal jetzt. Ah. Ah, okay, der linke Stick ist das. Sorry, ich hab den rechten aus Versehen gedrückt. Kann man ja nicht wissen, Leute. Ne, wir sind ja noch Anfänger von Teil 3. Wir haben ja eine neue Steuerung. Krass, Alter, überall. Jetzt lass ihn mal in Ruhe absaugen hier. Genau. Schön. Jawohl, jawohl. Schieb das Ding rein, hör mal. So. Ach, not much. But every bit helps. Genau. Kleinvieh baut auch Mist, Leute. Ansehen, was ist das hier? That could hold a lot of gas. Could be really handy if we stayed for a while. Ja. Hört diese leise Musik im Hintergrund? Die ist voll beruhigend irgendwie. So ein schönes Klavier ist das. Was für Klavier, so eine schöne Gitarre. Da ist das nächste Auto zum Absaugen. Also sind jetzt gerade hier richtig zum Absaugen gekommen. Guck mal, da oben sitzt der eine Typ da. Mit dem müssen wir gleich auf jeden Fall auch mal reden, ey. Der ist, keine Ahnung, total durch den Wind. Der hat ja auch Streit mit seiner Stiefmutter da. Und dieses eine Weib, was mit uns unterwegs ist, die ältere, die ist ja die Frau von unserem Bruder, glaube ich, gewesen. Unser Bruder ist genau wie Lee wahrscheinlich an einer Verletzung gestorben. Der hatte ja in der letzten Folge, habt ihr gesehen, so einen Biss gehabt oder einen Kratzer und ist wahrscheinlich daran gestorben. Und wir sind die einzigen Überlebenden. Komm zu Papa. Siete Papa. Ey, como estás? Yo, mamacita. Perfekt. Barely anything. I'll need to find more.
Boah, Stefan, die haben einfach kein Benzin mehr und Essen. Ihr müsst euch ohne Spaß, Leute, das sage ich jetzt nicht umsonst, ihr müsst euch wirklich versuchen, hier hinein zu versetzen. Dann ist das Spiel doppelt so geil. Stellt einfach vor, ihr wärt das, ihr macht gerade diese Entscheidungen mit mir zusammen. I don't think these tires would fit the van. Wisst ihr, was ich meine? So. Das würde ich sagen, auf dem Weg rennen wir. Ah, da gibt es auch noch. Guck mal, so verschiedene Wege. Aber wir können auch schneller gehen. Ich bin da gerade ein bisschen langsam gegangen. Erstmal schaue ich mich hier um. Wir machen alles Schritt für Schritt hier, Leute. Nothing up there but garbage. Das ist nur Müll. Ich werde ja auch alles absuchen, damit wir nichts übersehen hier. Tires, paint cans, old newspaper. All that's left in this junkyard is junk. Ja, das war echt so, Mann. Ich finde hier einfach echt kein. Some sort of fuel tank. Scheint aber nichts damit zu werden, ey. Und ja, Leute, ich werde mir aber nicht die Kommentare oft durchlesen, bin ich ganz ehrlich, weil voll viele versuchen dann auch zu spoilern, weil die es schon vielleicht bei anderen YouTubern gesehen haben oder selbst gespielt haben. Das finde ich dann echt ekelhaft, wenn er sowas macht. Too risky to search up there. Doesn't look stable. Ja. Also, entweder klettern jetzt hoch, aber ich würde sagen, bevor wir da hochklettern, gehen wir nochmal zu dem Jungen und reden mal, was mit ihm los ist. Wir müssen ihn ein bisschen aufmuntern, Alter, weil ihr wisst, er ist in der Pubertät, ist noch ziemlich jung. Hat vielleicht auch Angst, deshalb reden wir mit ihm, würde ich sagen. Vielleicht ist er anzusprechen. What's going on in there, buddy? I'm in a bad mood, okay? I wanted to go away, but he won't. I just wish we weren't always on the road. I like being with other people. Just we're in that car so damn long. The AC hasn't worked in ages. Wir haben einander. It ain't my last damn tape. But we still got each other. It's better than nothing, right? I don't know. Maybe just leave me alone. Okay. But if you want to talk later, I'm around. Wir wollen doch nur helfen, Alter. Mann, Mann, Mann. Ist das nächste Auto zum Absaugen? Erstmal schön hier kräftig absaugen. Also es beginnt ziemlich ruhig, das Spiel, ne? Also ich fand das erste Kapitel, da waren wir im dritten drin. Ich glaube, hier haben wir gutes Benzin gefunden. Scheint so. Weil der hat ja Bingo gerade gesagt. Bingo, Dingo, Ingo. Also es hat sehr krass angefangen. So, und jetzt ist es so, glaube ich, die Einleitung. Das Spiel fängt langsam ruhig an und dann geht es immer mehr und mehr ab. Jetzt müssen wir erstmal suchen nach genug Benzin. Looks vielleicht like there's auch more was to zu essen. See up here. Kletter hoch, bleib. Boah, was für die. Ey, das ist schwierig. Also ich persönlich, boah, was würdet ihr machen, Alter, diese verdammte Entscheidung, ob wir jetzt hochklettern oder bleiben? Ich stell vor, da oben ist irgendwas oder den anderen passiert jetzt was. Wir können ja kurz hochklettern. Some. But not enough. Gabe? Hey, Gabe. Let's go take a look over there. Gabe, stay close to Javi. Got it? Oh, all right. Gucken, ob jetzt noch irgendwas kommen wird, Alter, ey. Aber ich denke mal nicht, weil es werden bestimmt nur weitere Autos sein, ne? Ich bin mal gespannt, wann wir auf Clementine treffen. Darauf freue ich mich so sehr. Vielleicht kriege ich auch Freudentränen, Alter. Mann, Mann, Mann. Ich bin so scheiße emotional bei diesen Spielen. Das ist nicht mehr normal, ey. Hey, look. There's one they never took to pieces. Good catch. Vielleicht ist das eine Falle. Eieiei, ei, ei. Ich habe gerade ein bisschen Angst, Leute. Aber erstmal würde ich absaugen, genau. Vielleicht ist da richtig viel Benzin drin. Shit. It's locked. Aufhebeln, auf jeden Fall. Alright. Here goes nothing. Ja. Wie geht denn das? Ah. Fuck yeah. Fuck yeah. So. Das müsste jetzt ordentlich rauskommen. Oha. Hört mal, wie viel. Look at all that fuel. Alter. This is gonna take a while. Korrekt. Guck mal, da läuft jetzt alles rein. Perfekt. Den haben wir nicht auseinandergenommen, den Wagen. Locked. Oh well. At least it had some gas. Also wenn ich er wäre, ich würde den versuchen aufzubrechen. Ohne Witz. Weil, stell dir vor, da sind irgendwelche wichtigen Vorräte, Medikamente drin oder sowas. Warum gibt's da nicht die Option? Shit. So, drauf, drauf, drauf. Y.
Bam, Junge! In sein Auge rein. Hm. Looks like it came from in there. Gabe, stay close. Ach, schau, das ist keine ganze Horde oder so, ey. Hier ist ein Haus? Was? Wer wohnt denn hier, ey? Irgendein Rillepeter scheint hier zu wohnen. Und ich schaffe das Holz bricht nicht ein. Der Gabe soll mal schnell mitkommen, Digga. Was machen wir? Öffnen, ansehen. Jetzt mal hineinschauen. Boah, ich werde jetzt nicht erschrocken werden, Leute. Bitte nicht! Oh nein, oh nein, oh nein! Might be able to get in through the hatch. Die Luke, wir können doch einfach hier die Türe öffnen. Oder ist sie verschlossen? Locked. War ja klar. Dann verlassen wir das mal. Wir könnten unter die Luke, unter das Haus dann reinkommen. Boah, ich hasse diese Jumpscares manchmal hier bei The Walking Dead. Hier, das könnte man bewegen. Dann können wir da unten reingehen. Ja, das ist, guck mal, da werden bestimmt welche leben, Alter. Weil, wer verstellt das denn hier so? Seid mal ehrlich. Eieiei. Ich hab ein bisschen Angst gerade, Leute. Ich schwöre es euch. Okay, öffnen. Anybody there? Gabe, come check this out. Das sah voll viel nach voll vielen Vorräten aus, oder? Alter, oh mein Gott, guck mal, wie viel Essen und so alles. Not the cleanest place. Oder? Oh, no muertos at least. Das sieht richtig aus, aber sind schon alle gebraucht, oder? Just be careful. Das sah alles aus wie, als ob das noch nützlich wäre, ne? Aber ist anscheinend doch nicht so. Den brauchen wir noch nicht anzusprechen. Wir gucken jetzt erstmal ein bisschen hier in die Schubladen alles rein. Vielleicht ist ja irgendwas Sinnvolles. Batterien? Ah, für die Dings können wir mitnehmen. Können wir ihr dann gleich geben für ihre Kopfhörer. Oder wir behalten die. Nein, Spaß, aber wir schauen uns erstmal ein bisschen um. Meinst du, die kann man essen? Are you kidding me? Lucky for you, they put enough preservatives in this stuff to last for centuries. There's enough food in here to keep us going for a long time. Ja, und gleich kommt jemand. Ja. Boah, ich dachte schon gerade. Ich würde aufpassen. Ich würde aufpassen. Hier gibt so viel. Check it out. This is actual, honest to God, pudding. Seriously? And it's not just food. There's a mattress. There's blankets. Someone else's mattress. Someone else's blankets. We need to just take our gas and get on the road. Ich find's gemütlich. Ich fühle mich hier nicht sicher. Das ist eine. Ich find's gemütlich. Well, you gotta admit, it's kind of cozy in here. The van is cozy. This is creepy. Come on, one night. We bunk down, eat a real meal. It would be nice not to sleep in the van for a change. Please. The herd is coming, if it's not here already. We should go and get ahead of it, before it's too late. The fence is reinforced. We'll be fine. We found this. Why can't hey. We just enjoy it? Javi? Can we? Hey. We could stretch out, sleep well for once? Come on, you know it's not a big deal. Hey. We've got Was guns. We can protect ourselves. And we'll feel so... Wir können über Nacht bleiben. Komm, eine Nacht, Mann. The kids are right. We deserve a little break from the van. Yes! Kids, go wild. Just stay indoors and keep your ears open. Just in case. Cool. You can have your own. Komm, haut die jetzt ab. Ich würde dir erstmal ja genau die Batterien. Marianne, die Batterien geben Batterien für einen späteren Zeitpunkt verwahren. Ey, 100%! Wenn wir ihr jetzt die Batterien geben und dann steht da irgendwas später in der Entscheidung und wir brauchen die Batterien. Wetten? Ich kann mir meinen Kopf darauf verwetten. Aber ich würde die Batterien geben, Alter. Auf jeden Fall. Ich gebe ihr die Batterien, Mann. Ich würde das auch in echt machen, ohne Spaß. Ich würde die nicht behalten. Man kann ja nicht in die Zukunft voraussehen und deshalb sollte man das machen, was man in der Gegenwart am besten machen könnte. Ihr die Batterien jetzt geben. Oh, guess what? Now... You can really drown us out. Wird das nicht vergessen. Ich erinnere mich echt an Clementine.
Ich würde zu dir hingehen. I don't know how I always end up being the mean stepmom and you get to be the cool uncle. We should be able to switch roles now and then. Keep the kids off balance. Ich halte dich nicht für gemein. Die ist doch nicht gemein. Oh, come on. That's not fair. You're cool to me. Wow. That means so much. Really. Grab some gas. We're out of here in a few hours. Hey, wait. But you... You're the cool one, remember? She'd expect it from you. Ich benutze dich vernachlässigt, Alter, weil alle ihn cool finden und sie nicht. Kann man irgendwo verstehen. Aber ich hätte trotzdem jetzt Angst. What the fuck you think you're doing with our gas? Ja, und genau hier machen wir Pause, Leute. Ach du Scheiße. Was verdammt machst du mit meinem Benzin? Habt ihr das gesehen? Ey, scheiße, ey. War das wahrscheinlich doch keine gute Idee zu bleiben, oder? Ey... Kacke, Leute, Mann, da kam irgendein Typ. Aber wahrscheinlich wäre er auch gekommen, wenn wir jetzt hier was gegessen hätten und dann zum Van gegangen wären, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher, Mann. Aber ich habe gedacht, wir machen mal was anderes. Die Kinder schlafen immer im Wagen und man... Ich weiß, man kann sich da nicht ausstrecken. Im Auto schlafen ist echt scheiße. Deshalb dachte ich mir, schlafen wir zusammen alle schön in dem Haus eine Nacht. Aber da war auch die Wahrscheinlichkeit, dass da einer lebt. Ja, und das ist wahrscheinlich jetzt eingetroffen, Leute. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, dann schaffen wir wieder die 10.000 Likes für Folge Nummer 2. Es wird übermorgen direkt weitergehen. The Walking Dead wird auf jeden Fall jeden zweiten Tag kommen. Da braucht ihr euch gar keine Sorgen zu machen, ey. Und ja, Freunde, euer Öni ist raus. Morgen geht's weiter mit Prison Break. Macht's gut, bis später, haut rein und ciao.